Hi Leute. Gott, Gott. Sehe ich fertig aus? Ich habe mich mal gemütlich auf mein Bett gesetzt. Ich wollte mich eigentlich schon die Tage melden, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Eigentlich hätte ich mich heute auch nicht mehr gemeldet, weil heute war so ein Tag, der war irgendwie scheiße. Und nach solchen Tagen sollte ich mich eigentlich nicht melden, obwohl ich da das größte Bedürfnis habe, mich zu melden, aber man ist im Nachhinein immer schlauer. Aber ich versuche das jetzt so ein bisschen, ne? Versuche gerade so ein bisschen runterzukommen. Und ich wollte mich dennoch melden. Ich hatte mich ja das letzte Mal am Montag gemeldet. Und ich war ja Dienstag in der Mall aushelfen. Und war also dann von 16 bis 20 Uhr arbeiten. Davor habe ich hier viel gechillt. Und habe Serie und YouTube-Videos und Gronkh-Let's-Plays, ich mache ja immer irgendwie eine Mischung. Also ich gucke vielleicht eine Folge Serie, eine Folge so YouTube oder keine Ahnung. Manchmal gucke ich eine Folge Gronkh-Let's-Play, das ist immer je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Und je nachdem auch, wie viel Zeit ich noch habe. Also das kommt dann auch immer drauf an, wann ich aufstehe und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich nicht so wirklich Motivation hinzufahren. Aber ich muss sagen, das Hinfahren war eigentlich relativ entspannt. Und als ich dann da war, war das auch eigentlich relativ entspannt. Also es war eigentlich ganz gut. Es war nicht übermäßig viel zu tun. Es gab so ein paar Sachen, die da halt ein bisschen entspannter liefen. Einfach dadurch, dass nicht so viel Kundschaft da war. So wie in der Filiale, in der ich arbeite. Da kommt man ja gefühlt zu nichts. Und gut, die Filiale ist auch größer und tralala. Aber ja, wie auch immer, auf jeden Fall, keine Ahnung, war das halt alles so ein bisschen entspannter. Ja, also eigentlich war der Tag richtig gut, selbst der Rückweg war für mich relativ gut. Ich habe es sogar noch geschafft, mit meinem letzten Bus nach Hause zu fahren und so. Es war irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Das einzige Problem war, dass auf dem Rückweg mein Handy-Akku alle war und ich habe noch so lange Musik gehört, wie noch ging. Und dann war leider mein Handy-Akku alle. Da haben sich dann leider auch meine Eltern ein bisschen Sorgen gemacht, weil meine Mom konnte mich ja nicht erreichen und so. Und sie dachte halt, sie muss mich wieder irgendwo abholen. Weil meistens, wenn ich Spätschicht habe, wenn ich in meiner Filiale arbeite, dann komme ich halt oftmals von einer bestimmten Stelle nicht nach Hause, außer ich warte 3 Stunden, bis der Bus kommt, der mich nach Hause fahren kann. 3 Stunden ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber 1 oder 2 Stunden. Und dann holt sie mich immer von einer bestimmten Stelle ab, aber da konnte ich sogar den letzten Bus, der mich nach Hause fährt, von einer anderen Richtung quasi. Ja, deswegen, ich wusste auch, dass ich den kriege. Zumindest habe ich auf jeden Fall hart darauf hingearbeitet, dass ich den auf jeden Fall nicht verpasse. Ja, aber ich weiß auch nicht, wenn ich den verpasst hätte, ich hätte nicht mal meine Mom erreichen können, weil mein Handy-Akku leer war. Aber ich wollte es mir halt auch nicht nehmen lassen, mein Handy noch quasi voll auszukosten und Musik zu hören. Ich hätte halt auch einfach mein Handy-Akku so lange zurückhalten können und sparen können bis und dann auch keine Musik hören. Aber da ich mir ziemlich sicher war, dass ich meinen letzten Bus schaffe, war das schon in Ordnung. Ja, ich meine, mir ist jetzt zum Glück nichts passiert und alles war gut. So, Mittwoch habe ich ja dann von 15:30 bis 20:15 Uhr gearbeitet und das war eigentlich relativ in Ordnung, die Schicht. Also, ich glaube, da gab es gar nicht so viel zu bemängeln. Ja, war eigentlich ganz gut. Und heute hatte ich meine Schicht von 16:30 bis 20 Uhr. Und da muss ich sagen, bin voll entspannt in diese Schicht reingegangen. Also gestern war es auch so. Ich bin entspannt in den Tag und irgendwie ging das alles und alles war gut. Und klar, es gibt Dinge, die können immer besser sein. Aber es gibt halt auch Dinge, die können halt auch einfach beschissener sein. Ich hatte schon schlechtere Tage und so. Naja, und heute dachte ich halt, oh, ich bin ja nur 3,5 Stunden irgendwie auf Arbeit. Da wird der Tag doch mega entspannt. Das ist mein letzter Tag jetzt vor meinem Urlaub. Ich habe morgen, also Freitag, Samstag und Sonntag frei. Und ab Montag bin ich dann 2 Wochen im Urlaub. Also, oder ich habe 2 Wochen Urlaub. Von Montag bis Samstag nächste Woche bin ich ja in Amsterdam. Da habe ich auch vor, die Kamera mitzunehmen. Und da ein bisschen zu filmen, mal gucken. Und danach die Woche habe ich ja auch noch Urlaub und die verbringe ich ja dann zu Hause. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann so, oh ja, mega entspannt und so. Aber irgendwie war diese Schicht so stressig, weil noch Sachen gemacht werden mussten, die nicht gemacht wurden scheinbar. Und das musste ich dann machen.
Und irgendwie war ich am Anfang wieder total überfordert, weil ich was machen musste, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe und was ich in meiner Filiale davor vielleicht auch nur zwei, dreimal, höchstens viermal, ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es auf jeden Fall super selten gemacht. Deswegen wusste ich gar nicht mehr so genau, wie das ging. Und manchmal stelle ich mich dann an den Punkten wahrscheinlich an wie der erste Mensch. Aber ja, keine Ahnung. Irgendwie war alles unter Druck und tralala und hast du nicht gesehen. Und dann musste ich das halt schnell machen. Habe ich dann auch gemacht. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich gehe jetzt stark davon aus. Bin mir leider nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe, weil ich das vorher falsch gemacht hatte. Aber da habe ich das auch noch nicht so, weil ich das ja wie gesagt falsch verstanden hatte und nicht mehr so richtig wusste, was ich eigentlich genau machen muss. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt müsste ich alles hingekriegt haben. Ich bin jetzt gerade deswegen so ein bisschen, weil ich Angst habe, dass ich was falsch gemacht habe und morgen dann irgendwie meine Fehler ausgebügelt werden müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Aber ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Oh, stand ich dann kurz mal wieder so ein bisschen unter Druck und war so, oh, da musste ich noch Sachen zusammenrechnen. Ich und rechnen, Leute. Oh, ich war so froh, dass ich da einen Taschenrechner hatte. Aber auch so, ihr wisst, ich und Zahlen. Also ich bin immer wieder fasziniert, dass ich das so hinkriege, jeden Tag an der Kasse quasi mit Zahlen jeden Tag umzugehen. Und dass ich das scheinbar einigermaßen gut hinbekomme. Klar, nicht immer und nicht alles, aber überwiegend läuft es eigentlich richtig, richtig gut. Also, ich weiß nicht, es passieren mir vielleicht drei oder vier Mal, also seitdem ich das mache, sind mir vielleicht drei oder vier Sachen, die ein bisschen größer waren, irgendwie Fehler, meine ich jetzt. Weil, wie auch immer, auf jeden Fall, ich bin da selber von mir erstaunt. Ich meine, hallo Leute, ich habe die Dyskalkulie, es ist so krass. Und für Leute, die Dyskalkulie nicht haben, für die ist das super unverständlich, aber alles, was mit Zahlen zu tun hat, überfordert mich komplett. Deswegen, also ich hoffe, dass ich jetzt alles irgendwie hingekriegt habe und so. Ich meine, ich bin ja auch nur nach dem gegangen, was ich dann machen konnte und bla. Und wie gesagt, ohne genauer auf das alles einzugehen, ist es super schwierig, darüber zu reden. Deswegen lasse ich das jetzt auch einfach. Der Tag ist geschafft. Ich bin einfach nur froh, jetzt zu Hause zu sein. Das ist gerade für mich richtig schwierig, runterzukommen. Deswegen habe ich gerade gehofft, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Kamera quatsche, dann komme ich runter. Ja. Ich hoffe, dadurch, dass ich ja jetzt Freitag, Samstag und Sonntag frei habe, hoffe ich einfach mal, dass ich die Tage jetzt auch noch habe und schaffe, runterzukommen, damit ich mich so ein bisschen mental auf meinen Urlaub vorbereiten kann und mich auch darauf freuen kann, weil wo ich ja im Februar nach Asien gereist bin, da habe ich ja, glaube ich, bis Montag noch gearbeitet. Montag habe ich ja bis, weiß ich nicht mehr, 18 Uhr, 19 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, oder 17, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich Montag ja noch irgendeine Schicht und Dienstag sind wir ja in Urlaub geflogen. Zwar nicht gleich früh, aber da konnte ich mich ja mental irgendwie noch gar nicht so richtig auf meinen Urlaub vorbereiten, weil alle waren schon abends aufgeregt, ich halt gar nicht, weil ich kopfmäßig noch auf Arbeit war, weil da ja auch so ein bisschen Struggle war und so kurz bevor ich in Urlaub bin und Stress und so. Und ja, ich war ja selbst dann am Dienstag, als wir dann in den Urlaub sind, selbst da war ich ja noch nicht mal so richtig im Urlaubsfeeling und dann alle, und jetzt bist du aber schon ready und bla und freust dich und ich dann so, nee, noch nicht so wirklich, weil ich auch noch mal was machen musste, erledigen musste, wie auch immer, noch ein Telefonat führen musste, was mich ja auch noch so, als ich das hinter mir hatte, dann war schon besser, aber ich habe trotzdem noch ein bisschen gebraucht, um runterzukommen. Ich glaube, erst als ich dann so richtig im Flieger saß, ich glaube, dann war ich dann so, okay. Jetzt lässt du den Alltagsscheiß hinter dir und hast jetzt Urlaub und bla. Ja, jetzt habe ich ja wenigstens ein paar Tage noch Pufferzeit, wenn irgendwas ist. Die paar Tage oder so, ne? Geht noch morgen oder so. Nee, aber ja, keine Ahnung, deswegen kann ich mich jetzt irgendwie mental besser darauf vorbereiten. Ich muss noch ein paar Sachen machen, bevor es Montag, bevor wir losfahren. Ich muss nämlich eigentlich noch für nächste Woche Mittwoch und Sonntag ein Video schneiden. Und das für Mittwoch muss ich halt auch noch drehen. Das wäre ja mein Haul, den ich ja eigentlich schon diese Woche hochladen wollte, aber da das ja nicht geklappt hatte und überhaupt letzte Woche drehen wollte. Und ach, keine Ahnung, da hat alles nicht so geklappt. Deswegen. Oh, diese Babyhaare gehen mir hart auf den Sack.
Ja, habe ich ja gesagt, dass ich diese Woche eine kleine Pause mache und diese Woche zum Vorproduzieren nutze. Ich habe noch gar nichts genutzt für irgendwas. Montag habe ich gechillt und ich dachte, ich kann dann Dienstag was machen. Aber wie gesagt, vor Arbeit mache ich so selten was, weil ich dann meistens keinen Bock drauf habe. Naja, und dann war ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also heute Donnerstag, arbeiten. Und ja, deswegen will ich morgen unbedingt drehen, den Haul. Und vielleicht schaffe ich es auch schon, den anzufangen zu schneiden. Ansonsten muss ich das Samstag und Sonntag machen. Und oder, ich weiß nicht, ob ich das alles an einem Tag mache. Ich muss mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es morgen schaffe, den zu drehen, wenn das Wetter morgen nicht so gut sein sollte. Das war halt auch noch viel ein Grund, warum ich ihn nicht gedreht habe. Aber wenn das Wetter morgen auch noch, also heute war es zwischendurch, es war wohl sehr stürmisch, habe ich mitgekriegt, aber zwischendurch kam die Sonne raus und es war richtig schön. Wenn es morgen auch so schön wird, dann wäre geil. Wenn es morgen nicht so schön wird, dass es morgen regnen sollte oder keine Ahnung, dann würde ich hoffen einfach, dass das Wetter am Samstag gut wird, weil dann kann ich das Video am Samstag drehen, aber habe dann halt auch wirklich nur noch den Samstag oder den Sonntag dann zum Schneiden. Und ich muss ja noch den Vlog schneiden für nächste Woche Sonntag, obwohl ich sagen muss, ich komme nächste Woche Samstag ja schon wieder aus Amsterdam, aber es wäre cool, wenn das Video auch schon fertig ist. Aber das ist nicht so ein Stress, wenigstens nächste Woche Mittwoch den Haul fertig haben. Ich muss mal gucken, ich hoffe, ich schaffe das alles bis Sonntag fertig zu machen. Beim Montag fahren wir nicht richtig, richtig früh, aber schon relativ früh. Und ja, da werde ich nichts mehr machen. Ich werde versuchen, so lange wie möglich zu pennen. Obwohl ich auch im Auto pennen kann, muss ich dazu sagen. Aber wer weiß, ob ich das machen werde. Da fällt mir ein, ich wollte meine Serie noch downloaden auf mein iPad. Das mache ich dann alles am Sonntag wahrscheinlich, damit ich auch meine Serie im Auto gucken kann. Falls wir keine gute Musik hören sollten. Vielleicht höre ich auch ein bisschen Podcasts. Ich habe ja mir noch meine Podcasts, habe ich mir auch schon wieder ein paar gedownloadet. Ja, mal gucken, was ich so im Auto, wie ich mich da beschäftige. Wird eine lange Fahrt. Ja, also ich muss noch einiges machen. Und dann muss ich ja halt auch noch Koffer packen, so. Aber das mache ich auch Sonntag. Weil das mache ich immer einen Tag vorher. Ja, ich muss mal gucken. Sonntag muss ja dann eh noch so viel gemacht werden. Oh, ich hoffe, ich schaffe das alles. Am wichtigsten ist mir eigentlich, dass ich das schaffe, den Haul zu drehen. Damit ich den dann auch schaffe zu schneiden. Weil ist ja vom Drehen und vom Schneiden immer ein bisschen aufwendiger und zeitintensiver und dauert alles viel, viel länger. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt einfach schon mal trotzdem den Vlog für Sonntag schneide. Ich bin jetzt gerade wach. Vielleicht kann ich das gerade nutzen zum Runterkommen. Aber ich glaube, ich will heute nichts mehr machen. Heute will ich wirklich chillen. Noch den Rest des Abends. Und weiß ich nicht, vom Bett aus irgendwie noch Videos gucken oder so. Und dann will ich einfach nur noch ins Bett. Wie gesagt, sollte das Wetter morgen nicht so gut sein und ich werde morgen nicht viel machen können, also was so Drehen angeht, dann werde ich vielleicht schon mal den Vlog für nächste Woche Sonntag schneiden. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass das Wetter einigermaßen gut wird. Das Problem ist nämlich immer, in der App steht irgendwie immer, dass es bewölkt ist. Aber heute, klar, war es auch irgendwie bewölkt, aber ich muss sagen, so oft wie zwischendurch die Sonne rauskam, da habe ich gedacht, hä, oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Gut, Regen stand auch nicht drin und als ich dann am Alex ankam, hat es einfach geregnet. So, das war halt auch irgendwie total wack. Naja, mal gucken. Ich hoffe, das Wetter wird morgen einigermaßen. Ich werde mir trotzdem Wecker stellen, dass ich nicht allzu lange schlafe. Das heißt, ich sollte heute wirklich nicht allzu spät ins Bett gehen. Damit ich morgen früh rauskomme und dann werde ich ja sehen, wie das Wetter ist. Wenn das Wetter scheiße ist, kann ich weiter pennen. Dann habe ich nicht allzu viel zu tun, aber wenn das Wetter gut ist, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich eine Menge zu tun habe. Weil dann habe ich morgen, wenn das Wetter gut wird, auf jeden Fall einen straffen Zeitplan. Ansonsten muss ich das irgendwie auf Samstag verlegen. Samstag bekommen wir aber auch noch Besuch. Stimmt, ich wollte morgen auch noch. Meine Eltern haben sich neue TV-Möbel gekauft, also so TV-Schränke. Wie heißen die denn? So Sideboard-mäßig. Also so Schränke, die halt unten unter neben dem Fernsehergedöns stehen. Und da wollte ich jetzt dann die alten Schränke morgen ausräumen und alles, da stehen ja richtig viele Kerzensachen drauf, die wollte ich auch abräumen. Also bei den Sachen, das, was ich machen kann, alles andere macht ja mein Papa. Ja, damit dann die Samstag nämlich alle wieder, also damit der Samstag aufgebaut werden kann oder hingestellt werden kann oder wie auch immer und alles wieder, ne? Und Samstag wollte mein Papa dann auch endlich mal meinen Einhornkopf festmachen an der Wand. Also ich hoffe, wir kommen da Samstag zu, weil wir jetzt sonst die ganze Zeit da nicht zu kamen, dass wir den anbringen. Das heißt, vielleicht kann ich den morgen sogar noch in einem Haul mit zeigen. Muss ich mal schauen. Siehst du, die Liste muss ich dann dafür auch noch vorbereiten. Ich muss nämlich morgen noch richtig viel machen dafür, für das Video auch.
Mich fertig machen, bla. Ja, auf jeden Fall. Und Samstag kommt ja dann auch noch die beste Freundin von meiner Mom und ihr Sohn. Dann werden ja wieder Haare gemacht. Also die machen sich alle wieder gegenseitig Haare. Und dann werden auch endlich mal meine Spitzen wieder geschnitten. Die wurden ja, wie gesagt, seit 100 Jahren nicht mehr geschnitten. Gefühlt. Und das wird jetzt auch gemacht. Das heißt, sie werden wieder ein bisschen kürzer. Aber wenn ich ehrlich bin, stört mich das gerade nicht. Das ist in Ordnung. Ich bin momentan so fein mit meiner Haarlänge. Und so cool damit. Und selbst wenn die Spitzen geschnitten werden, glaube ich, wird es nicht so kurz, dass ich denken werde, oh Scheiße. Also, ich glaube dann, dass meine Haarlänge immer noch richtig nice. Und ich glaube, ich bin dann immer noch zufrieden. Ich meine, momentan sehe ich sie eh so selten, meine Haarlänge, weil ich meine Haare nur noch zusammentrage. Wenn es warm ist, stresst mich nämlich das, die Haare offen zu tragen. Und auf Arbeit kann ich die eh nicht offen tragen, weil die dann ständig in meinem Gesicht hängen würden. Naja, wie auch immer. Ich bin so happy. Wirklich, dass jetzt irgendwie alles rum ist und ich jetzt Urlaub habe. Also ich glaube, die 2 Wochen Urlaub vergehen eh schneller, als man denkt. Aber, und ich wette, ich bin dann noch weniger motiviert, wieder arbeiten zu gehen. Das ist ja immer so. Vor allem, wenn man so am Stück Urlaub hat. 2 Wochen am Stück. Letztes Jahr hatte ich ja viel immer nur so ein paar Tage und dann mal eine Woche hier, eine Woche da. Aber dieses Jahr hatte ich jetzt, also ich hatte ja einmal Februar, März da, wo ich in Asien war, 2 Wochen am Stück Urlaub und jetzt auch wieder. Krass. Danach ist man immer noch unmotivierter, finde ich. Aber gut. Was soll's. Ich glaube, das war's jetzt. Ich werde jetzt ins Bett. Ich glaube, so viel gucke ich auch nicht mehr, weil ich werde ganz schnell müde. Vielleicht mache ich morgen mal wieder auch ein bisschen was für meine Haut. Wenn ich Zeit habe. Ansonsten mache ich das Samstag oder Sonntag. Mal gucken. Aber ich glaube, es ist schon besser geworden. Eine Zeit lang sah es schlimmer aus. Also viele Sachen, die man hier sieht, sind einfach nur noch Pickelmale. Hier ist ein Pickel, das know ich und das auch. Das ist kein Pickel, das auch nicht. Das ist einer, der abklingt. Das ist auch einer, der abklingt. Und viele, das hier, da sind viele kleine, die aber auch am Weggehen sind. Und ja, ich hoffe einfach, vor allem in meiner 2. Woche Urlaub werde ich versuchen, so viel wie möglich zu Hause zu sein oder irgendwo zu sein, wo man nicht Maske tragen muss, weil kann sich auch meine Haut wieder beruhigen. Dann habe ich keinen Stress und keine Maske. Ich glaube, das ist beides in Kombination bei mir, was einfach übel tötet. Hier oben geht auch, der Pickel ist auch eigentlich so gut wie nicht mehr da. Auch wenn man ihn noch doll sieht. Und der Rest, das hier sind gar keine Pickel. Das waren mal Pickel. Ich muss gucken. Da muss ich wirklich was gegen machen. Vielleicht Peelings oder so. Ja, naja, wie auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Peace.